Hi Leute, also da in ein paar Tagen Halloween ist, habe ich mir gedacht, dass ich heute ein Halloween-Schmink-Tutorial mache. Letztes Jahr habe ich ja eine Katze gemacht, das war sehr beliebt, war auch sehr einfach. Und dieses Jahr habe ich gedacht, probiere ich mal etwas Düsteres, so mehr ein bisschen grungy. Mal gucken, wie es rauskommt, und wenn ihr wissen wollt, wie es rauskommt und wie es geht, dann bleibt einfach dran. Meine Foundation habe ich schon drauf. Heute habe ich die Revolution Pro Full Coverage Foundation in der Farbe F0,5 ausgesucht. Wir fangen also heute mit den Augen an. Die werde ich auch ganz schwarz und düster machen, ein bisschen messy, also nicht zu ordentlich. Und dafür habe ich mir gedacht, dass ich mit der Maybelline Color Tattoo 24 Stunden anfange in der Farbe 60 Timeless Black. Das werde ich jetzt erstmal auf mein Lid auftragen mit dem Finger und dann gucken wir, wo die Weise hingeht. Ich versuche, so habe ich es mir nämlich gedacht, dass ich so eine Art Dreiecksform mache. Also hier quasi anfangen und dann hier hoch bis auf die Stirn und nach unten auch gezogen. Mal gucken, wie es wird. Wir werden sehen. Ich dachte mir, dieser Look soll wirklich so ein bisschen grungy aussehen und so verwischt, also nicht präzise oder genau. Und Gott sei Dank, denn ich glaube, sonst wird es schwierig werden. Thank you.
Nun habe ich mich entschieden, dass mir hier dieser Rand nicht ganz so gut gefällt. Ich komme mal näher ran. Das werde ich jetzt ein ganz klein wenig mit so einem feuchten Make-up-Tuch reinigen. Einfach nur so ein klein wenig, damit es nicht ganz so verschmiert ist. Jetzt, wo ich quasi den Grundriss der Augen so ein bisschen auf dem Gesicht habe, mit diesem Gel-Lidschatten in Schwarz als Basis sozusagen, werde ich einen Puder-Lidschatten nehmen. Ich habe mich heute entschieden für die Essence Metal Glam Eyeshadow in der Farbe 04 Sparkle All Night. Das sieht so aus. Das hat also ein bisschen Schimmer. Das ist so ein ganz dunkel Anthrazit-Schwarz mit ziemlich viel Schimmer drin. Gucken wir mal, wie es aussieht. Es sieht so aus, als wenn ein bisschen Farbpigment auch noch durchkommen würde von dem Lidschatten und auch ein bisschen so ein Glitzer-Schimmer-Effekt. Bin mir nicht ganz sicher, wie gut man das in der Kamera sieht. Ich werde nachher versuchen, mal ein paar Nahaufnahmen zu machen. Ja, ich glaube, jetzt kann man es besser sehen, dass es jetzt schimmert. Ja, nicht schlecht. Jetzt werde ich etwas Wimperntusche auftragen. Heute verwende ich Maybelline The Falsies Volume Express Mascara in der Farbe Noir Glamour Black. Das sieht so aus. Das Gute an diesem Augenlook ist, dass man sich keine Mühe oder Sorgen machen muss, falls man irgendwie daneben tuscht. So, jetzt habe ich die Wimpern getuscht und jetzt werde ich etwas Eyeliner noch hinzufügen, also Kajal. Heute werde ich einfach schwarz nehmen, damit man die Wasserlinie oben und unten nicht sieht. Heute verwende ich den Essence Gel Eye Pencil in Waterproof in der Farbe Black. Na. So, als nächstes werde ich noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, und zwar ein etwas bösartiges Lächeln, so ist der Plan jedenfalls, und dafür nehme ich wieder den schwarzen Kajal von vorhin.
So, jetzt wo wir die Umrandung der Lippen haben, werde ich nun sogar die Lippen quasi ausfüllen mit einem schwarzen Lippenstift. Diesen Lippenstift habe ich damals sogar geschenkt bekommen von Makeup Revolution, als ich da eine Bestellung aufgegeben habe. Ich glaube, in einer bestimmten Höhe, ich weiß es nicht mehr genau. Der Lippenstift heißt Live on the Dance Floor Sparkless Lipstick 4 AM. Und wenn man unten guckt, dann steht da nur 4 AM. Also vielleicht heißt es nur 4 AM, da bin ich mir nicht sicher. Jetzt nehme ich ein Lippenpinsel von Essence, das nennt sich Angled Lip Brush, und ich werde einfach die Umrandung ein bisschen verschmieren. Jetzt werde ich noch den gleichen Schimmerlidschatten von Essence nehmen und das auch ein bisschen über die Lippen auftragen. So, jetzt als Abschluss werden wir noch eine kleine Nase zaubern und dafür verwende ich wieder den schwarzen Kajal, den ich von Essence vorhin schon benutzt habe. Und jetzt werden wir noch obendrauf auch wieder ein bisschen von dem Schimmerlidschatten von vorhin verwenden. So, so sieht der fertige Look aus. Jetzt überlege ich mir kurz, was ich mit meinen Haaren machen könnte und dann kann's losgehen.